Schock für unter uns da Isabel Hertel. Die Schauspielerin hatte einen Tumor im Rückenmark. Auf Instagram berichtet sie ihren Fans von der heftigen Diagnose, die auch im Rollstuhl hätte enden können. Ich habe euch ja im Oktober, November letzten Jahres erzählt, dass ich so Taubheitsgefühle im linken Bein hatte und das ging dann auch nicht weg. Dann war ich nochmal komplett im MRT und dann gab es einen nicht besonders witzigen Zufallsfund. Und zwar hat man einen Tumor im Rückenmark gefunden. Gutartig, aber der hat eben schon auf die Beine gedrückt, so Isabel auf Instagram. Im Januar wurde die Schauspielerin dann operiert und der Tumor entfernt. Zum Glück, denn hätte man das nicht operiert, dann hätte das höchstwahrscheinlich im Rollstuhl geendet, verrät der unter uns Star. 3 Wochen lang lag Isabel Hertel in der Klinik und auch jetzt habe sie noch mit den Nachwirkungen zu kämpfen. Ich musste viele Dinge wieder lernen. Dadurch, dass das Rückenmark bei der OP berührt wurde, habe ich jetzt Gefühlsstörungen in beiden Beinen. Dass unter uns Fans in der Serie bald auf Ute verzichten müssen, ist trotz allem nicht der Fall. Isabel Hertel kann Entwarnung geben. Ich habe nicht bei unter uns aufgehört. Ich drehe seit 1,5 Wochen wieder. Bleibt zu hoffen, dass sich die Schauspielerin schnell wieder vollständig erholen kann.